Mit dieser Niederlage gibt es nichts zu diskutieren. Und daraus ziehe ich ja selbstverständlich die Konsequenz für mich. Das werden wir morgen im Parteivorstand besprechen, dass ich den Vorstand bitte, auf dem jetzt bald stattfindenden Parteitag davon auszugehen, dass ich seiner Wiederwahl als Parteivorsitzender nicht zur Verfügung stehe. Was nun, Herr Kohl? 25 Jahre waren Sie Vorsitzender der CDU, 16 Jahre Kanzler. Jetzt sind viele Bürger enttäuscht von Ihnen, manche entsetzt. Verstehen Sie diese Enttäuschung, diese Empörung, auch den Verdruss? Ja, das kann ich schon verstehen. Zumal ich hoffe, dass wir heute Abend darüber Klarheit schaffen, auch ich. Deswegen wollte ich auch diese Sendung haben, angesichts der vielen Gerüchte mal die Dinge auf die Wirklichkeit zu bringen. Wir haben Sie dazu eingeladen. Ja, aber das ist ja in Ordnung. Aber ich habe ja die Einladung angenommen. Andere haben mich auch eingeladen. Aber ich wollte, dass diese Sendung stattfindet. Ich habe die Sendung auch jetzt von mir aus zugesagt, weil ich ganz einfach in dem Wust von Gerüchten ein Stück Wahrheit reinbringen will, soweit ich dazu einfach möglich, es ist meine Möglichkeit ist. Und deswegen bin ich ja hier. Wenn Sie sich das vor Augen halten, was in den letzten Wochen so herausgekommen ist, haben Sie dann das Gefühl, alles richtig gemacht zu haben? Nein, überhaupt nicht. Wir werden ja heute Abend auch noch über einen sehr konkreten Fehler von mir reden. Aber Sie haben es ja eben gesagt, Herr Bresser, ich war 25 Jahre Parteivorsitzender. Ich war 16 Jahre Bundeskanzler und 8 Jahre Ministerpräsident. Das ist ein langes Leben, wenn Sie so wollen, in der Politik. Und wenn ich jetzt höre, sozusagen, ich sei geschmiert worden, so wird ja geschrieben oder gesagt, wenn ich höre, ich sei bestechlich, oder wenn ich höre, man hätte Regierungshandeln in einer Regierung, die ich vertrete und die ich geführt habe, beeinflusst mit Spenden, ist das für mich ganz und gar unerträglich. Ich war nie bestechlich. Ich habe nie Geld für mich persönlich genommen. In meine Kasse persönlich und privat ist nichts gegangen. Ich war 25 Jahre Parteivorsitzender ehrenamtlich, was ja auch kaum einer weiß, ohne Aufwandsentschädigung. Und deswegen bin ich froh, dass ich darüber reden kann. Aber Sie sprechen ja selber davon, Sie haben einen konkreten Fehler gemacht, auf den kommen wir später. Ja. Die schwarzen Kassen nämlich. Zunächst mal aber zu einer ordentlich verbuchten Spende. 3,4 Millionen Mark hat ein Ehepaar der CDU gegeben, nachdem die Bundesregierung dem Kauf von 31.000 Eisenbahnerwohnungen ihnen zugeschanzt hatte. Jedenfalls sieht das so aus. Sieht das dann nicht doch danach aus, dass hier Regierungspolitik belohnt worden ist, käuflich ist? Überhaupt nicht. Um was geht's denn bei dieser Sache? Es geht darum, dass wir im Rahmen der Privatisierung gesagt haben, und zwar alle, die Eisenbahnerwohnungen, in denen deutsche Eisenbahner auch wohnen, werden privatisiert. Und es ist ausgeschrieben worden. Und dann waren verschiedene Konsortialgruppen dabei. Und die Gruppe, die am meisten angeboten hat, war eine japanische Gruppe. Das einzige Mal, aber die hat es komischerweise nicht bekommen, ja, sondern dieses Ehepaar. Ich erläutere es Ihnen ja gerade. Ich bin mit der Sache nur ein einziges Mal befasst gewesen und habe sofort und spontan gesagt, ich bin strikt dagegen, dass eine japanische Gruppe die Wohnung deutscher Eisenbahner kauft. Weil die japanisch war? Ja, natürlich, weil ich dagegen bin, dass das ans Ausland geht. Und weil es ja ganz undenkbar wäre in Japan, dass die Eisenbahner Wohnungen an Deutsche verkaufen. Das ist doch eine völlig andere Mentalität. Eine Privatisierung von Wohnungen ist ohne dies sehr schwierig, auch für die, die in den Wohnungen drin wohnen. Und dass jetzt eine japanische Gruppe das machen soll, das habe ich überhaupt nicht kapiert. Und im Übrigen bin ich ganz erstaunt über die Diskussion, denn ich habe überhaupt niemanden getroffen, der dafür ist, dass die Japaner es bekommen. Die Regierung Rau in Nordrhein-Westfalen und die Regierung Schröder in Hannover waren beide ganz klar der Meinung, die Japaner sollen es nicht bekommen. Aber wenn man den Zuschlag gibt für 1 Milliarde weniger als andere geboten haben, dann lässt sich natürlich leicht von dem Geld was spenden. Nein, das ist absolut abwegig. Wenn das so gewesen wäre, die Spende, von der Sie jetzt reden, ist ja ganz offiziell als Spende verbucht worden und eingegangen, wie für alle anderen Spenden auch. Aber was ist doch misstrauisch da? Ja, das ist aber doch, das muss ich sagen, das macht mich gar nicht misstrauisch.
Ich habe mit der Spende auch nichts zu tun gehabt, um es immer gleich vorweg zu sagen. Ich habe das in diesen Tagen auch erst erfahren. Ist so ein Dankeschön üblich über ein paar Millionen? Aber überhaupt ist doch kein Dankeschön. Kann gar keine Rede davon sein. Die Japaner haben sich gekriegt. Die Zweitgruppe, die geboten hat, hat es bekommen. Und da sind also auch Spender dabei. Aber die Spenden haben doch nichts damit zu tun, dass die Gruppe den Zuschlag bekommen hat. Warum? Ja. Warum haben dann, im Gottes Willen, auch andere dem zugestimmt, dass die Japaner es nicht bekommen? Das war doch eine nicht lösbare Aufgabe. Privatisierung deutscher Wohnungen für die Eisenbahn hat eine gewisse Tradition weg, an die Japaner zu geben. Das war doch das Argument. Aber eines, das haben Sie sicherlich selbst entschieden, die Lieferung von 36 Panzern an Saudi-Arabien. Können Sie denn hier in dieser Sendung verbindlich erklären, dass in diesem Zusammenhang keine Gelder, Spendengelder auf Konten der CDU geflossen sind? Mit Sicherheit nicht. Ich jedenfalls habe ich nie was davon gehört. Und das gehört zu meiner ersten Antwort. Ich war niemals bestechlich in irgendeiner Form. Und in der Sache? Und wenn Sie diese Sache jetzt mal genau betrachten, werden Sie auch unschwer erkennen. Was geht's denn? Es geht darum, dass wir im Herbst 1990 eine sehr kritische Weltlage hatten. Die Führer des Irak haben damit gedroht, dass sie B- und C-Waffen einsetzen werden im Konflikt mit Israel. Die Amerikaner sind aufmarschiert in jener Zeit und die Alliierten, um gegen die Iraki vorzugehen. Das war der Krieg, der ja dann entstanden ist. Und in dieser Situation haben die Amerikaner mich gefragt. Zuletzt Jim Baker, als er im September bei mir in Ludwigshafen zu Besuch war, ob wir A bereit sind, Soldaten zu schicken. Da habe ich gesagt, das kommt überhaupt nicht in Frage. Es ist für uns nicht möglich, Soldaten zu schicken. Das war nicht ganz auf Verständnis gestoßen, denn die Amerikaner hatten ja gerade ein paar Tage vorher bei 2+4 Verhandlungen entscheidenden Anteil an der deutschen Einheit gehabt. Das war das Erste. Das Zweite sagte ich dann zu, dass wir alles, was wir tun können, an Materiallieferungen tun, um zu helfen. Ja, aber das ist ja auch nicht umstritten in der Sache. Aber es ist nur die Frage, was bei der CDU passiert ist. Dazu gehören doch jetzt auch die Spürpanzer. Und bei diesem Gespräch habe ich gesagt, ich, der Bundeskanzler, sage Ihnen zu, dass wir die Geräte, die wir liefern können, allen liefern, auch den Alliierten. Und dann habe ich entsprechende Nachricht gegeben. Und mein Hauptpunkt war, dass ich, bevor wir endgültig entscheiden, uns mit den Israelis abstimmen. Und dann kommt noch ein wichtiger Punkt dazu. Ich war sehr froh, dass ich diese Entscheidung treffen konnte, auch von mir her gesehen und für mich, für Saudi-Arabien, weil ich eine große Auseinandersetzung mit den Saudis vorfand, 1982, als ich Bundeskanzler wurde. Denn damals wurde von den Saudis behauptet, wir hätten, die deutsche Regierung hätte den Leopard-2-Panzer zugesagt. Ich habe das abgelehnt, obwohl wir heftige Diskussionen Herr, bei uns Herr hatten. Herr Dr. Kohl, das... Lassen Sie mich gerade den Satz noch sagen. Und deswegen war ich sehr froh, dass ich dann zusagen konnte, dass die Spürpanzer geliefert werden, und zwar an die, die in der Auseinandersetzung sozusagen im Mittelpunkt des Interesses stand. Also das ist die große Politik. Aber da ist die Million in dem Koffer. Der Waffenhändler Karl-Heinz Schreiber sollte das Panzergeschäft für die Firma Thyssen vermitteln. Und der trifft sich kurz vor Ihrer Entscheidung mit... Nach meiner Entscheidung. Kurz, jedenfalls mit dem Schatzmeister Walter Leisterkiep. Das war nicht in dem Jahr. Ich rede ja vom September 90. Trifft sich dann aber mit Walter Leisler-Kiep und wiederum ein halbes Jahr später überreicht er ihm die Millionen auf einem Schweizer Parkplatz, ein Einkaufszentrum. Wofür war denn diese Spende? Das können Sie mich nicht fragen, müssen Sie Herrn Kiep fragen. Ich habe von dieser Spende an dem Tag gehört, an dem Sie vermutlich auch gehört haben. Ich habe von dieser Spende überhaupt nichts gewusst. Habe ich auch mit einem Schreiber nicht getroffen. Das war überhaupt nicht meine Sache. Kennen Sie den? Also, ich habe den sicher irgendwann mal kennengelernt, wie viele andere. Was heißt, kenne ich den, wenn der in irgendeiner gesellschaftlichen Veranstaltung war? Aber jedenfalls habe ich mit der Sache überhaupt nichts zu tun. Die CDU übrigens überhaupt nicht. Nun sagt aber der niemand, Schreiber. Ein Moment, war niemand in der CDU. Und ich lehne es radikal ab, diese Spende, die der Kiep entgegengenommen hat, von der der Schreiber jetzt selber sagt, dass Kiep sie nicht so hätte verwerten können, sondern sie wäre als Spende gedacht. Aber sie für ist, die CDU gedacht? Ja, aber sie ist doch gar nicht an die CDU gekommen. Deswegen kann ich also nur dazu sagen, diese Spende hat schon vom Datum her nichts miteinander zu tun. Ich habe meine Erklärung den Amerikanern gegeben, Mitte September 90. Der Bundessicherheitsrat hat anschließend getagt in der nächsten Sitzung im Februar. Und dort wurde die Sache entschieden. Und in der Zwischenzeit war für mich völlig klar,
waren die Ressorts zum Teil ganz anderer Meinung. Dass meine Kanzlerentscheidung ist, dass wir den Spürpanzer liefern. Und es gab überhaupt gar keinen Grund, aus meiner Sicht. Ja, der das Geschäft vermittelt hat, gibt nachher 1 Million dem Herrn Kiep. Der hat doch das Geschäft nicht vermittelt, kommen Sie mir vor. Aber Entschuldigung, die Entscheidung, Spürpanzer zu liefern, hat doch mit dem Herrn überhaupt nichts zu tun. Ich war nicht für Thyssen-Arbeit, ich bin der deutsche Bundeskanzler gewesen. Aber ich habe als deutscher Bundeskanzler kategorisch den Amerikanern gesagt, wenn wir keine Soldaten stellen, was wir nicht konnten und ich auch nicht wollte, dann müssen wir technisch alles tun, was wir tun. Ob das nun Thyssen oder wer als Firma geliefert hat, war überhaupt gar nicht mein Thema. Also man hört aber die Namen Kiep, Lütje, Weihrauch in diesem Zusammenhang. Sie sagen, von dieser Million wussten Sie überhaupt nicht. Niemand von aber diese drei kannten Sie. Die drei hatten Ihr Vertrauen. Sie sagen selbst, wie wichtig Vertrauen Herr für Sie ist. Entschuldigung, Herr Kiep hat ganz gewiss damals nicht mein Vertrauen gehabt. Ganz gewiss nicht. Und ich wusste von der Sache überhaupt nichts. Und Lütje und Weihrauch hatten natürlich mein Vertrauen. Ich wusste ja nicht, dass der Vorgänger von Sie ist. Aber es waren doch wichtige Mitarbeiter für Sie. Aber Entschuldigung, was heißt wichtige Mitarbeiter? Wenn ich nicht weiß, was ein Mitarbeiter tut, geht er hier nur um Herrn Weihrauch und nicht um Lütje. Das muss ich noch einmal sagen. Ja. Wir machen das jetzt. Ich habe nur die drei Namen genannt. Ja, nun gut, die waren aber nicht da zusammen. Das eine, das waren zwei. Es war also Weihrauch und Kiep. Und deswegen weiß ich trotzdem von der Sache nichts. Aber Sie bestätigen, dass diese Million ursprünglich für Ihre Partei gedacht war. Das kann ich auch nicht bestätigen. Das habe ich jetzt, wie Sie auch, von dem Spender gehört. Ich habe mit dem Spender nicht gesprochen. Wieso kann ich denn das bestätigen? Er sagt es jetzt. Ich habe von der Million überhaupt nichts gewusst. Keiner in der Parteiführung hat etwas gewusst. Jedenfalls haben Sie sie nicht gekriegt. 1991 stand der Chemiegigant Leuna und die ostdeutschen Minol-Tankstellen zum Verkauf. Und die französische Mineralölfirma Elf Aquitaine erhielt den Zuschlag dafür. Die Frage, hat die CDU für dieses Geschäft Spenden bekommen? Ich weiß, und keine einzigen Spende in dem Zusammenhang. Es ist ein ähnlicher Vorgang wie der andere. Aber man muss mal schon den Vorgang klären, um was es überhaupt ging. Im Jahr 1990 ist Leuna mit der deutschen Einheit und der Veränderung der Struktur zusammengebrochen. Es waren chaotische Verhältnisse. Es waren über 20.000 Arbeitsplätze, die damals zusammengebrochen sind. Und ich habe damals die Weisung gegeben, war selbst auch dort im Chemiedreieck, dass wir alles tun müssen, um eine neue Raffinerie aufzubauen. Dabei hat sich dann gezeigt, dass es keinen einzigen potenten Interessenten in Westdeutschland gab. Im Gegenteil, dass weite Teile der westdeutschen Interessenten massiv dagegen waren, eine weitere Raffinerie zu bauen, wegen der Marktsituation. Und dann hat sich am Ende herausgestellt in der Debatte, dass der einzige Interessent, deswegen ist das Wort vergeben schon falsch, der überhaupt bereit war, dorthin zu gehen, Elf Aquitaine war. Und das habe ich mit gut geheißen. Ich habe mich selbst an die französische Regierung gewandt, mit François Mitterrand geredet, aber nicht, wie jetzt wiederum behauptet wurde, über Geld. Es ist eine wirkliche, unverschämte Lüge, auch gegenüber einem Toten. Und habe ihn gebeten, hilf mit, dass dieser Betrieb, der auch in der staatlichen Einfluss stand, diese Institution gründet. Und jetzt sind ja immerhin mit den ganzen Nebenwirkungen, was dort entstanden ist, 8.000-9.000 neue Arbeitsplätze entstanden. Ja. Das war mein einziges Ziel. Und da ist von mir her gesehen nicht eine einzige Marke. Gefunden. Aber Herr Kohl, es wird ja wieder berichtet, ein Vermittler sei wieder im Gespräch gewesen, namens Holzer, im Wohnsitz Monaco. Und der habe, sagt er selbst, 50 Millionen Provision kassiert von Elf Aquitaine. Ja, ich komme jetzt dazu. Er behauptet aber auch, er hätte auch bei Ihnen vorgesprochen, also mit Ihnen Kontakt gehabt. Nein, stimmt? Herr Holzer hat mir einen Brief geschrieben, an meine Erinnerung. Und das ist eine völlig normale Sache, dagegen ist nichts zu sagen. Das Dokument liegt ja vor. Er bittet mich, bei der französischen Regierung zu intervenieren, dass Elf Aquitaine kommt, dass sie diese Bereitschaft erklären. Und das habe ich auch getan. Ich habe es ja eben gerade erwähnt. Aber ich habe in Herrn Holzer weder Geldgeschäfte noch sonst was. Und auch nicht Ihr engsten Mitarbeiter mit ihm? In meinem Umfeld mit Sicherheit niemand. Jetzt aber das ist ein ganzes Konglomerat. Ja. Das ist ja der Sinn der Sache. Das Konglomerat soll meine Glaubwürdigkeit zerstören. Der Sinn des Untersuchungsausschusses ist doch Dinge, die übrigens jeder weiß. Auch die Akteure des Untersuchungsausschusses wissen, dass ich nicht bestechlich bin. Sie wissen natürlich längst,
dass bei dem Spähpanzer überhaupt nichts im Busch war, jedenfalls wie jetzt vermutet wird. Und bei 11 Aquitaine auch nicht. Bei 11 Aquitaine war doch, war doch gar keine Sache der Bundesregierung. Das hat doch die Treuhand gemacht. Ja. Und im Treuhand saßen doch Ministerpräsidenten, Gewerkschaftsführer, alle dabei. Die wissen doch sehr genau, dass das so nicht war. Wir müssen zum Hauptthema auch dieser Sendung kommen, Herr Kohl, den geheimen Spendenkonten. Systematisch ist Spendengeld an der Parteikasse vorbeigeschleust worden. Das ist ein klarer Verstoß gegen Recht und Gesetz. Warum haben Sie nun das gemacht? Also zunächst einmal, Sie sprechen von Spendenkonten. Ich kann nur von dem reden, was ich selbst getan habe, und dazu stehe ich, weil ich nicht die Absicht habe, das auf Mitarbeiter oder Untergebene gar zu schieben. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Ich habe mit den Kontenbeziehungen und den Kontengestaltung etwa bei unserer Schatzmeisterei nie was zu tun gehabt. Das war nun wirklich nicht mein Geschäft. Ich muss schon mal in dem Zusammenhang sagen, für welchen Zeitpunkt wir reden. Wir reden von einem Zeitpunkt 1990, 91, wo ich wirklich viele, viele Dinge täglich zu erledigen hatte. Wir haben nebenbei in dem Zeitraum 2 Wahlkämpfe gehabt. Warum haben Sie es denn gemacht? Ja, ich sag's Ihnen genau. Ich sag das nur einmal, weil da jetzt so ein Eindruck erweckt wird, als hätte ich nichts anderes zu tun gehabt, als auf Spendenjagd zu gehen. Das habe ich nun wirklich nicht getan. Ich habe Spenden gesammelt für die Partei. Die sind normalerweise, bis auf den einen Fall, den ich gleich nenne, über die Konten ganz normal über die Partei an die Schatzmeisterei gelaufen und von der Schatzmeisterei danach in den Gesamtapparat der Partei und dort verwertet worden an die Landesverbände mit all dem, was dazugehört. Ich habe Spenden entgegengenommen in einem Umfang zwischen 93 und 98, der zwischen 1,5 bis 2 Millionen Mark liegen über die Zahlen, die Jahreszahlen hinweg. Das sind im Jahr so ungefähr 300.000 Mark gewesen, die nicht angegeben wurden, weil die Spender ausdrücklich darum gebeten haben, dass sie nicht angegeben werden. Wolfgang Schäuble spricht von 3 Millionen. Entschuldigung, der Wolfgang Schäuble hat das so nicht gesagt. Sie müssen schon jetzt mit mir reden. Also, ich will es nochmal ganz klarstellen. Es geht um Spenden zwischen 1993 bis 1998 in einer Größenordnung zwischen 1,5 bis 2 Millionen Mark. Die Sie nicht angegeben haben, obwohl Artikel 21 des Grundgesetzes vorschreibt, dass alle Spenden bekannt gegeben werden müssen, Rechenschaft gelegt werden. Lassen Sie sich mal bitte den Satz sagen. Ja. Ich sage es ja selbst, ich brauche diese Nachhilfe nun wirklich nicht. Ich habe Spenden, ich sage es noch einmal, angenommen, zwischen 93 bis 1998 in der Größenordnung zwischen 1,5 und 2 Millionen Mark. Das ist im Durchschnitt der Jahre 300.000 Mark. Die Spender haben mir ausdrücklich erklärt, dass ich diese Spende nicht dringend brauchte angesichts der Finanzlage der CDU in den neuen Ländern. Sie geben dieses Geld nur, wenn das nicht in die Spendenliste kommt. Das ist der Fehler, den ich gemacht habe, zu dem ich mich bekenne, das ich auch bedauere. Aber die Spende selbst ist dann natürlich über den zuständigen Mitarbeiter im Adenauerhaus an die Schatzmeisterei gekommen und in die Partei eingegeben. Und mit der Spende, das will ich einmal gleich sagen, weil mir das sehr wichtig ist. Diese Spende haben wir gesteckt in die Arbeit der neuen Länder. Und in den neuen Ländern standen wir in jener Zeit mit dem Rücken an der Wand. Ja, nee, das ist klar. Das ist Ihnen nicht klar. Doch. Mit dem Rücken an der Wand, das ist Ihnen nicht klar. Wir standen gegenüber der PDS, die ungeheures Geld hatte. Wir standen gegenüber. Ja, die CDU im Osten hatte ja auch einiges. Nein, die CDU hat im Osten nichts. Entschuldigung. Die Sozialdemokraten haben 70 Millionen Wiedergutmachung bekommen 1990, aber nicht wir. Aber Herr Kuhn, wir haben unsere Situation sehr schwer bewältigen können. Und das Geld, von dem ich jetzt gerade spreche, habe ich den Sozialausschüssen zur Verfügung gestellt. Fast in der vollen Höhe. Und dafür haben wir Betriebsgruppenarbeit finanziert. Das war die einzige Chance überhaupt, zu dieser Regelung zu kommen. Es geht ja vor allem um das Verfahren, über diese Konten. Und das Unerklärliche eigentlich an Ihrem Verhalten, das sagen ja auch viele in der Union, dass Sie ja die Flick-Affäre gerade mit Ach und Krach überstanden hatten. Und was tun Sie eigentlich im näheren Umfeld? Sie richten Konten ein. Ich habe kein Konto eingerichtet. Oder Sie lassen einrichten und Spenden werden an dem Rechenschaftsbericht vorbeigesteuert. Ich habe kein Konto eingerichtet, sondern habe das Geld, das Bargeld, aber nicht ausgewiesen. Ja, natürlich, das ist richtig. Ich habe das Geld ans
an den zuständigen Mann im Adenauer ausgegeben. Der hat es an die Schatzmeisterei gegeben. Über die Schatzmeisterei ist es normal, nach der Flick-Affäre normal in die Abrechnung gekommen der Partei und ist in die Parteiarbeit geflossen. Sie haben einen Fragebogen der neuen CDU-Spitze zugeschickt bekommen, bis heute noch nicht beantwortet. Das wissen Sie vielleicht doch gar nicht. Das stimmt nicht wahr. Ich bin mitten im Gespräch mit den Verantwortlichen dieser Prüfungsgesellschaft. Aber da kommt ja auch die Frage vor, von wem kam das Geld? Können Sie das hier sagen? Nein, das habe ich... Aus welcher Branche? Sowohl ich das bei den Treuhandgesellschaften sage, so sage ich das auch hier. Diese Spender haben mir diese Summe anvertraut, unter der Voraussetzung, dass die Spender nicht genannt werden. Das waren deutsche Staatsbürger, die in gar keiner Branche etwas zu tun haben mit Regierungshandeln, die bei mir helfen wollten. Und ich habe nicht die Absicht, deren Namen zu nennen, weil ich mein Wort gegeben habe. Nur zum Verständnis, haben Sie denn diese Schecks persönlich genommen? Nein, ich habe keine Schecks bekommen, Sie haben es eben gerade selber gesagt, sondern die Spender haben Bargeld gebracht und das ist ins Adenauerhaus gebracht worden. Aber es ist doch ein ungewöhnliches Verfahren. Das ist überhaupt nicht ungewöhnlich, das wissen Sie so gut wie ich. Auch in anderen Spendenbereichen. Ja. Wer außer Ihnen wusste denn von dieser speziellen Praxis in der Spitze der Union? Von diesen konkreten Spenden? Ja, von diesen schwarzen Konten. Da wusste nur ich und der zuständige Mitarbeiter in Adenauer aus. Und Wolfgang Schäuble war ja ein enger Mitarbeiter. Der Wolfgang Schäuble wusste überhaupt nichts davon. Und Volker Rühr auch nicht. Nein, schon gar nicht. Der war ja gar nicht mehr da in der Zeit. Als Parteivorsitzende konnten Sie dann über dieses hier und wohl auch anderes Geld ziemlich frei verfügen, eigenhändig, nach Gutsherrenart, sagen manche Ihrer Kritiker. Da kommt doch der Verdacht auf, dass Geld auch benutzt worden ist, um Wohlverhalten zu erkaufen, um Ihre Position in der Partei abzusichern. Also, das muss ich schon mal sagen, Herr Preußer, die Summe, die ich eben hier genannt habe, von anderthalb bis 2 Millionen in 6 Jahren. Bei einem jährlichen Etat der CDU von rund 50 Millionen Jahr für Jahr. Das heißt, das 6 mal 50 Millionen, dann können Sie sich den Prozentsatz ausrechnen. Das ist doch ziemlich abwegig. Das Geld, das hier gekommen ist, in diesem speziellen Fall, ist zum allergrößten Teil an die Arbeit der Sozialausschüsse in den neuen Ländern gegangen. Und da war gar nichts zu kaufen. Und schon gar keine Delegiertenstimmen. Und alles andere ist ganz korrekt über die Listen der Partei gelaufen. Ist ja auch in der Abrechnung gesagt worden. Und darauf hatten Sie keinen Einfluss, wohin geht? Ja, selbstverständlich war ich dafür, war ich schließlich Parteivorsitzender. Und wie wollen Sie es anders regeln? Soll ich also jetzt ins Parteipräsidium gehen, wo jeder weiß, dass das am nächsten Tag in irgendeiner Agentur drinsteht und soll sagen, der Landesverband... Neben Land Sachsen-Anhalt, wo unsere Lage besonders schlimm war, negativ war, aus den bekannten Gründen, die bekommen jetzt also einen höheren Zuschuss als andere. Darum ging es doch. Es ging doch darum, dass die besonders schlecht dran waren, etwas eine Unterstützung bekamen, um überhaupt Wahlkampf zu führen. Neulich haben Sie ja auch mal gesagt, bei einer Parteiveranstaltung zu Parteifreunden, und seid ihr mal ganz ruhig in der Sache, ihr habt doch auch was bekommen und haltet die Klappe. Das habe ich auch nicht gesagt, das stand in den Magazinen. Wenn Sie da Ihre Meldung herbeziehen, ist es falsch. Ich habe anderen gesagt, das war eine ganz andere Mitteilung, ich habe gesagt, jeder wusste in der konkreten Frage, ob der Parteivorsitzende unterstützt, dass Landesverbände unterstützt werden. Das wusste doch auch wirklich jeder. Ich möchte gerne noch mal... Ich sage es noch einmal, dies ist absolut in der Sache korrekt. Ja. Und das hat nicht begonnen, das war schon vor meiner Zeit so. Ich möchte nochmal auf die Frage, warum zurückkehren. Sie haben einiges schon gesagt. Die Spender sollten nicht bekannt werden, haben Sie gesagt. Aber trotzdem muss Ihnen doch bewusst gewesen sein, dieses Verfahren ist nicht korrekt. Und Sie zahlen ja jetzt dafür einen hohen Preis. Ja. Haben Sie das nie gespürt, dass das vielleicht... Doch, aber ich war vor allem gespürt, dass wir in einer sehr schwierigen Lage waren finanziell. Ich sage das noch einmal. Wir haben eine gewaltige Übermacht auf der anderen Seite gehabt, über die nie jemand redete. Aber jetzt der Deutsche Gewerkschaftsbund hat gewaltige Mittel gegen mich eingesetzt. Hat niemand drüber geredet. Bei der letzten Bundestagswahl über 10 Millionen mit Einzelaktionen. In den neuen Ländern war die PDS so stark wie vorher nie zuvor finanziell. Ja, aber wir standen im Rücken an der Wand. Und mir ging es darum, unseren Leuten vor Ort zu helfen. Und damit habe ich den Fehler gemacht, den räume ich ja ein. Das bedauere ich auch. Was sagen Sie denn zu denen, die sagen, das System Kohl
basierte eben nicht nur auf Überzeugung, auf Wahlergebnis und anderes, sondern auch auf Verteilen von Geld. Aber muss ich Ihnen sagen, das Verteilen von Geld, das System Kohl, das ist ja auch so ein Ausdruck, nicht in einer Relation bringen zu dieser Spendespitze. Wirklich, wenn die CDU im Jahr einen Haushalt hat von 50 Millionen und ungefähr 300.000 Mark jährlich fallen auf diesen Fehler, vielleicht auch 400.000, das mag ja von Jahr zu Jahr unterschiedlich gewesen sein, aber die Gesamtsumme ist doch so, dann können Sie doch kein System damit begründen. Das System Kohl wird ja anders begründet, als hätte ich so Geld ausgegeben in die Landesverbände, um Stimmen auf den Parteitag zu kaufen. So ja, ja, aber also, witzig, das ist doch nun wirklich aberwitzig. Herr Kohl. Wenn also der Landesverband Bremen mit seinen paar Delegierten, der besonders schlecht finanziell dran war, unterstützt wurde, habe ich doch keine Delegiertenstimmen in Bremen gekauft, so ist so abwegig. Das System Kohl meint ja, ihre Art, die Partei zu beherrschen. Ja, gut. Bis zum heutigen Tag. Da gab es dieses Weihrauch-Vernehmungsprotokoll. Das ist Ihnen zugespielt worden, am jetzigen Parteivorsitzenden vorbei. Der Wolfgang Schäuble musste Sie auffordern, das herauszurücken. Warum arbeiten Sie so gegen Wolfgang Schäuble? Das ist ja nun ziemlich aberwitzig. Ich habe durch viele Jahre hindurch immer wieder erklärt, wer für mich der gewünschte Nachfolger ist. Ich habe keine Minute gegen Wolfgang Schäuble gearbeitet. Ich bin am Wahlabend zurückgetreten und habe jedermann deutlich erklärt, dass ich dafür bin, dass Wolfgang Schäuble mein Nachfolger wird. Ja, aber ich habe ihn die ganzen 12-14 Monate rückhaltlos unterstützt in dieser Sache. War ein wirklich ganz unglückseliges Zusammenhängen, das gar nichts mit Hintergehen zu tun gab. Als ich hörte, dass bei einem Mitarbeiter dieses Protokoll ist, ich wusste es ja nicht selbst, und der Schwierigkeiten sah, die weiterzugeben, ich sagte, schick mir das her, ich gebe selbst dem Wolfgang Schäuble, so ist ja auch erfolgt. Warum? Ja, aber zu spät. Aber Entschuldigung, das war eine Frage von zwei Tagen. Aber, wissen Sie, an welchem Tag das war? Aber es war eine ganz besondere Situation. Aber Entschuldigung, wissen Sie, an welchem Tag das war? Das war ein Tag, der für mich bitter war. Das war der Tag, wo ich die öffentliche Erklärung abgegeben habe. Da habe ich wirklich eine Menge mit mir selbst zu tun gehabt. Und jeder, der mit dabei war, weiß ja auch, dass das der wahre Grund war für die Verzögerung. Mit Hintergehen kann gar keine Rede sein. Ich wollte Wolfgang Schäuble als Nachfolger, bin rückhaltlos für ihn eingetreten und habe die ganzen 14 Monate nur ihn unterstützt. Der Schaden, Herr Kohl, ist groß. Die Popularität Ihrer Person nimmt ab, aber auch die Partei sinkt in den Quoten, wie wir sie derzeit feststellen. Das hat alles mit dieser Affäre zu tun. Und wird der Schaden nicht noch größer, wenn die Staatsanwaltschaft ein Ermittlungsverfahren gegen Sie einleiten sollte? Ziehen Sie dann irgendwelche Konsequenzen? Erstens einmal hat die Staatsanwaltschaft das noch nicht eingeleitet. Zweitens kommt es darauf an, was die Staatsanwaltschaft da für Gründe sagt. Und jetzt will ich Ihnen noch einmal sagen, ich habe ein Leben lang für dieses Land gearbeitet. Ich behaupte mindestens so viel als alle meiner Kritiker, wahrscheinlich wesentlich mehr. Ich habe in schwierigster Zeit mich hingestellt. Ich habe nie Privilegien bekommen, nie. Ich habe als Parteivorsitzender nichts, aber auch gar nichts für mich persönlich genommen oder bekommen. Bis hin zu dem, was meine Familie dabei ertragen hat. Und deswegen sehe ich überhaupt keinen Grund an. Ich habe diesen Fehler gemacht. Ich stehe zu diesem Fehler. Aber Sie legen das Bundestagsmandat nieder. Aber ich lege das Bundestagsmandat nicht nieder. Warum soll ich das Bundestagsmandat niederlegen? Ja. Ich kann natürlich, Sie können auch jetzt die Forderung erheben, ich habe vor diesen Tagen überhaupt nie was gemacht in dieser Bundesrepublik. Irgendwo muss man doch mal noch auf die Proportion achten. Was doch jetzt hier gemacht wird, ist doch ein Feldzug, das merken Sie doch bei jeder Frage, die Sie selbst ansprechen, die immer mehr ins Abwegige gerät. Es war die ganze Zeit war die Rede davon, dass 10, 15, einer hat sogar beschrieben, 100 Millionen unsere Kasse gegangen sind, mit mir beteiligt. Ja. Und jetzt kommen wir auf eine Zahl, die zwischen 1,5 und 2 Millionen in 6 Jahren liegt. Das ist ja journalistische Arbeit, auch das rauszubekommen. Nein, das ist keine Arbeit, das ist bei uns jetzt. Ja. Im nächsten April, Herr Kohl, werden Sie 70. Und im Oktober 2000 erleben wir ja den 10. Jahrestag der Deutschen Einheit. Waren denn diese schwarzen Konten in Ihrer Bilanz die schlimmsten Fehler? Ja, sicher. Es war ein schlimmer Fehler. Es waren ja keine schwarzen Konten. Ich habe keine Konten geführt. Das ist auch so eine Formulierung, die nicht stimmt. Ich habe das Geld, das mir gegeben wurde, als Spende weitergegeben in die über das Adenauerhaus in die Schatzmeisterei. Und in der Schatzmeisterei ist es dann in den normalen Ablauf der Parteifinanzierung reingekommen. Der Vorwurf, der mir zu Recht gemacht wird, ist, dass diese eben erwähnte Summe
nicht angegeben wurde, also nicht im Rechenschaftsbericht sich wiederfindet. Und das war mein Fehler und das stehe ich und das schiebe ich auch gar nicht auf andere, das war nie meine Art. Aber das ist eine Seite. Aber ich muss doch nicht deswegen jetzt sagen, ich habe vorher nie in Deutschland gelebt. Es ist doch ziemlich abwegig. Und vor allem weiß ja jeder, ich werde auch an diesem Abend nicht darauf reflektieren, wie Parteifinanzierung anderswo geschehen ist. Es wird doch jetzt dieser Vorgang, der zu Recht mir vorgeworfen wird, in einer Weise in eine Dimension gehoben. Wir haben ja eben über Summen gesprochen. Es wird bezweifelt, dass Regierungshandeln korrekt war. Es ist in keinem einzigen Fall ein wirklicher Beweis aufgetreten, aber es wird behauptet. Und das Ergebnis ist natürlich auch, dass das Bild eines Mannes ruiniert werden soll. Und die Gefahr besteht, ja, Sie haben es eben gesagt, was nun Umfragezahlen betrifft oder solches. Damit muss ich leben, ich muss aber auch weiterleben. Und ich denke auch, dass noch ein paar Leute mehr sich in Deutschland überlegt, ob überhaupt die Verhältnismäßigkeit noch gegeben ist. Bisher, Herr Dr. Kohl, haben Sie geschwiegen. Heute haben Sie geredet. Dafür unseren Dank. Gleich im Anschluss das Heute-Journal. Auf Wiedersehen. Die Nachricht von der Erklärung Helmut Kohls ist natürlich auch in Berlin noch frisch. Seine Begründung für die Niederlegung des Ehrenvorsitzes klingt schon bitter. Ich begrüße nun Angela Merkel, die Generalsekretärin der CDU in Berlin. Guten Abend. Guten Abend, Herr Bellut. Frau Merkel, wie kommentieren Sie denn Helmut Kohls Entscheidung und seine Erklärung? Ich bin darüber sehr traurig, denn ich glaube, dass wir doch heute den ganzen Tag über einen unglaublich schwierigen Konflikt für die CDU diskutiert haben. Auf der einen Seite sind wir eine Partei, die die Rechtsstaatlichkeit immer eingehalten hat und weiter einhalten wird. Und auf der anderen Seite gehören 25 Jahre Parteigeschichte mit Helmut Kohl ganz eng zu uns. Und wir mussten uns an dieser Stelle entscheiden. Und wir haben diese Entscheidung nicht damit verbunden, dass Helmut Kohl den Ehrenvorsitz niederlegt, sondern wir haben nur gesagt, er muss als Ehrenvorsitzender aber auch seine Pflichten erfüllen. Und dass er sich dazu nicht in der Lage sieht, ist außerordentlich traurig. Trotz dieser Erklärung können wir weiter feststellen, eine lückenlose Aufklärung über das Finanzgebaren der Partei ist ja immer noch nicht möglich. Täuscht dieser Eindruck? Natürlich ist es nicht möglich, weil wir Gelder unbekannter Herkunft haben und weil zur Herkunft dieser Gelder nur sehr wenige und eben unter anderem auch Helmut Kohl etwas sagen können. Ich bin trotzdem der Meinung, dass wir alles unternehmen werden, dass auch, glaube ich, noch vielleicht manches bekannt wird. Aber politisch ging es doch heute um die Frage, kann die neue Parteiführung, kann mit dem Parteivorsitzenden Wolfgang Schäuble es gelingen, Vertrauen, das zerstört wurde, in die Union wieder zurückzugewinnen. Ja. Und da haben wir gesagt, das geht nur, wenn wir uns eindeutig zur Einhaltung von Gesetz und Verfassung bekennen. Eine Frage zum Schluss. Bleibt Wolfgang Schäuble auch Vorsitzender? Das heißt, ist er jetzt ein Vorsitzender auf Abruf oder wird er im April wieder antreten? Nein, überhaupt nicht. Wir haben in der ganz festen Absicht heute unsere Beschlüsse gefasst und extra auch gesagt, wir wollen hier keine Isolierung einzelner Personen und haben deshalb auch als Präsidium alle Konsequenzen miteinander bedacht, in der ganz festen Absicht gefasst, dass dies auch über den April-Parteitag hinaus tragen kann. Selbstverständlich müssen alle sich zur Wahl stellen und werden alle gewählt. Aber und solchen Ergebnissen kann man nicht vorgreifen. Aber von der Absicht her ist das ganz fest mit eingeplant. Danke für dieses Gespräch nach Berlin.